Bei verheerenden Waldbränden östlich der griechischen Hauptstadt Athen sind nach offiziellen Angaben zahlreiche Menschen getötet worden. Ein Regierungssprecher sagte am Dienstagmorgen, Dutzende Personen seien verletzt worden, darunter viele Kinder. Die Feuerwehr kämpft nahe der Hauptstadt seit Montag gegen zahlreiche Brände. Vor allem in der Gegend um Marti sei es vielen Menschen nicht mehr gelungen, rechtzeitig zu fliehen, sagte der Regierungssprecher. Viele seien in ihren Autos oder Häusern von den Flammen eingeschlossen worden. Weite Teile der Ortschaft existierten buchstäblich nicht mehr, sagte eine Augenzeugin. Viele Bewohner kamen nur mit dem Leben davon, weil sie ins Wasser geflüchtet waren. Zum Glück gab es das Meer, dort sind wir hineingesprungen. Die Flammen haben uns bis hinunter zum Wasser gejagt, sie haben unsere Rücken verbrannt. Es kam mir vor wie der Ausbruch des Vesuv im Altertum, wie Pompeji. Das Feuer war blitzschnell, wir haben gar nicht mitbekommen, wie es passiert ist. Ich habe so etwas zum ersten Mal erlebt. Aber wir haben es geschafft. Wir standen dicht an dicht dort im Wasser. Ministerpräsident Alexis Tsipras brach einen Besuch in Bosnien-Herzegowina vorzeitig ab und eilte zu einem Krisentreffen mit Feuerwehr und weiteren beteiligten Behörden. Ein schwieriger Moment für die betroffene Region und eine schwierige Nacht für Griechenland. Es sind jetzt mehr als 600 Feuerwehrleute und 300 Fahrzeuge mobilisiert worden. Auch die Armee wurde mobilisiert. Griechenland bat um Hilfe im Kampf gegen die Feuer. Man benötige luft- und landgestützte Einheiten. Zypern und Spanien sagten bereits Unterstützung zu. Waldbrände sind in Griechenland nicht ungewöhnlich. Ein relativ trockener Winter hatte in diesem Jahr allerdings für extreme Bedingungen gesorgt. Es stand zunächst nicht fest, was die Feuer ausgelöst hat.